Hallo, mein Name ist Marvin Jeske und in diesem Video erfährst du, was du als Makler von den besten Investoren der Welt lernen kannst. Als Makler stehst du erstmal mit viel Zeit da und wenig Objekten. So, was machst du jetzt mit der ganzen Zeit? Ein guter Investor investiert seine Zeit sinnvoll oder ein guter Investor investiert nach Plan. Er hat ein festes System. Du stehst jetzt also als Makler mit viel Zeit da, davon hast du viel und jetzt musst du die Zeit gut investieren, damit für dich das Maximale nachher dabei rauskommt. Also, du stehst mit viel Zeit da und hast wenig Objekte. Die meisten Makler haben keine Strategie und landen dann irgendwann beim Zufallsobjekt. Dieses Zufallsobjekt, das frisst viel Zeit und Energie. Warum? Weil es nicht richtig eingewertet wurde, weil es keine Strategie gibt und weil man es aus der Position der Schwäche macht. Warum? Weil, wenn man keine Strategie hat, ist man abhängig. Und aus der Abhängigkeit resultiert die Position der Schwäche. Das heißt, wir haben das Zufallsobjekt, das frisst Zeit und Energie. Wir sind abhängig vom Eigentümer, können den Eigentümer nicht unabhängig beraten, können ihm nicht die richtigen Tools an die Hand geben und müssen machen, was der Eigentümer sagt. Der Eigentümer hat aber noch keine 1000 Objekte verkauft. Der Eigentümer ist nicht der Profi wie du. Aber der Eigentümer diktiert dein Geschehen, deine Zeit. Und damit generierst du dir selbst eine Sackgasse. Du kommst damit selbst in die Position der Schwäche und hast am Ende keine Zeit, kein Geld und keine Energie. Du bist in der Sackgasse. Das heißt, dieser Kreislauf schließt sich nicht mehr. Bei erfolgreichen Investoren ist es so, die Erfolgreichen investieren und haben am Ende mehr. Das heißt, du als Makler musst deine Zeit investieren, um am Ende mehr Zeit, mehr Geld und mehr Lebensqualität zu haben und mehr Energie zu haben. Doch wie geht das? Dazu kommen wir jetzt. Der gute Investor auf dem Aktienmarkt, egal wo, er weiß ganz genau, was er tut und er investiert nur dann, wenn er sich sehr, sehr sicher ist, dass er sein Geld auch garantiert wieder zurückbekommt bzw. vermehrt. Das heißt, er hat eine professionelle Strategie. Und du als Immobilienmakler, du hast viel Zeit. Darüber haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommen wir dazu, wie du mehr davon bekommst, wie du deine Zeit vermehrst, wie du deinen Erfolg vermehrst. Also Ausgangsposition, du hast viel Zeit, wenig Objekte. Vorher hattest du keine Strategie, du hast einfach zufälligerweise ein Objekt bekommen und hast dich in die Abhängigkeit begeben. In diesem Fall hast du eine ganz klare Identifikations- und Qualifizierungsstrategie, um dir deine Arbeit selbst auszusuchen. Um dir selbst auszusuchen, wie du deine Zeit investierst. Das heißt, du gehst einfach hin mit deiner Identifikations- und Qualifizierungsstrategie und sagst, hey, lieber Markt, du weißt ganz genau, da draußen ist viel Mist, den du nicht brauchst, den musst du erstmal identifizieren. Und dann sagst du, pass auf, lieber Markt, lieber Eigentümer, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Hier denke ich drüber nach, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. In dem Moment, wo du das machst, betreibst du auch schon mal direkt Erwartungsmanagement. Denn die meisten Immobilienmakler, die begeben sich auch gedanklich in eine Negativspirale, indem sie erwarten, sie müssten jedes Objekt da draußen bekommen. Die kämpfen um verschiedene Objekte und dabei ganz ohne Strategie und ohne Sinn und Verstand. Der gute Investor und der gute Immobilienmakler macht das ganz anders. Er sucht sich seine Objekte selbst aus und lehnt kategorisch die Objekte ab, die er nicht haben möchte. So, jetzt haben wir gesagt, mit welchen Eigentümern, mit welchen Objekten wir keine Zeit verbringen wollen, welche Objekte wir nicht haben möchten. Und jetzt gehen wir hin und sagen, okay, wir haben Objekte weggestrichen und jetzt gehen wir hin und suchen uns die Objekte aus, die wir haben wollen. Und sagen, hey, pass auf, hier investiere ich meine Zeit und Energie, da investiere ich meine Zeit und Energie und da investiere ich meine Zeit und Energie. In die Objekte und diese Objekte, die hole ich rein. Die will ich haben. Vollkommen aus der Position der Stärke mit Energie und Frische und Professionalität. Sinnvoll. Das heißt, du bekommst die besten Objekte, die besten Aufträge, die guten Objekte. Du hast die guten Objekte, hast du dir ausgewählt und hast damit auch Alternativen. Durch diese Alternativen begibst du dich in die Position der Stärke. Das heißt, mit breiter Brust, selbstbewusst,
Kunden kaufen nur von Siegern und in dem Moment kaufen sie deine Dienstleistung, kaufen von dir, weil du mehr Energie hast, mehr Selbstbewusstsein hast, du hast Geld, was du auch investieren kannst wiederum, du hast deine Zeit investiert und dadurch mehr Geld generiert und daraus entsteht Erfolg. Der Erfolgskreislauf hat also bei dir auch begonnen. Erfolg bedeutet, dass du auch wiederum mehr Zeit hast. Du hast wieder viel Zeit. Die wenigen Objekte streichen wir weg. Du nutzt nur noch die sinnvolle Akquise- und Identifikationsstrategie und treibst den Kreislauf weiter, genauso wie du es möchtest. Also, wenn du Makler bist, brauchst du eine klare Strategie, um deine Objekte zu akquirieren, damit deine Zeit, deine Energie geschützt ist und du in den richtigen Kreislauf, in den richtigen Rhythmus kommst, um deinen Erfolg auch nachhaltig zu gestalten. Wenn du Eigentümer bist, brauchst du einen energiegeladenen Makler mit Strategie, der den Wert deiner Immobilie ganz klar nach außen hin vertritt, kommuniziert, aus der Position der Stärke raus. Damit unsere Makler bei Marvin Jeske Immobilien immer energiegeladen und souverän auftreten, haben wir das interne MJI Care-Paket entwickelt, was unsere Makler vor Überlastung schützt. Das heißt, unsere Vermarktungsplätze sind auf 5 Plätze gleichzeitig beschränkt. Wir drehen unsere Immobilien sehr oft, wir verkaufen sehr viel. Trotzdem bedarf es Vorbereitungen zum Verkauf einer Immobilie. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest, melde dich rechtzeitig bei uns, damit wir dir einen Vermarktungsplatz in unserer MJI-Vermarktung zusichern können.